Wir machen gerade einen neuen Charakter, eine Rekonstruktion. Ich habe ja den alten zwar importiert, also die Geschichte. Aber ich dachte, ach, wieso denn nicht? Wir könnten doch auch mal ein neues Gesicht nehmen. Ah, mit so Sommersprösschen. Das war mir zu glatt beim letzten Mal. Das finde ich ganz süß. Und so ein paar Fleckchen. Okay, Kopf. Ah, okay, da machen wir ihn ein bisschen dicker. Nee, ich mag das nicht. Gesichtsgröße. Haben wir ein großes Gesicht? Nee, ne? Machen wir so. 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 Guck mal nach da, bitte. Und guck doch mal nach da. Süß. Ohren. Wie groß sind denn die Ohren? Nämlich kleine Ohren. Bitte. Ohrenausrichtung, keine Ahnung. Okay. Augen. Augenform. Vorletzte haben wir da gerade. Oh, auch hübsch. Schied ein bisschen, oder? Aber es sah süß aus. Boah, die Wimpern. Ich hätte auch gerne solche Wimpern. Ja, doch, das ist so ein leichtes Schielen, glaube ich. Sehr niedlich. Augenbreite. Ja. Nee. So, Augentiefe. Augenbrauentiefe. Oh, da musst du nach da gucken, Mäuschen. Ist ja eigentlich auch egal, oder? Augenbrauenhöhe. So. Irisfarbe. Jetzt hat sie braune. Ich glaube, da switchen wir eh. Also, ich meine, ich mag graue Haare. Ich hätte auch sehr gerne graue Haare. Aber, weiß nicht. Mal gucken, was es noch so an Farben gibt. Graue Haare sind sehr geil. Also finde ich mega geil, wenn das jemand. Oh, boah, das sind schöne Augen. Boah, mega cool. Aber graue Haare machen die Haare halt leider sehr kaputt. Sieht auch sehr schön aus. Na, das ist nicht so. Das sieht halt mega cool aus. Das oder das? Also lila oder das? Grau. Okay, was haben wir? Kiefer. Kinnhöhe. Guck doch mal, guck mal nach da. Ja, das ist okay. Kinnbreite. Na. Ach so, da geht's auseinander. Kann es sein? So geht zusammen. Oh, nee. Nee, nee, nee. So ist schon. Süß. Mund. Mund, Mund, Mund. Ich mag die Mundform eigentlich schon. Mundtiefe, zeig mal. Doch, auch gut. Mundbreite. So breit. Könnten wir, glaube ich, so vielleicht lassen. Lippengröße. Okay, ich glaube. Noch eine andere Mundform. Mal ganz kurz gucken. Oh, die sind auch. Oh, die sind schön. Das sind schöne Lippen.
Ich glaube, das nehme ich, oder? Die sind schön. Doch, die gefallen mir, diese Lippen. Die sind sehr hübsch. Nase, finde ich, haben wir schon eine gute. Nase ist schon gut. Jetzt kommen die Haare. Das Wichtigste. Erstmal eine andere Frisur. Fangen wir von vorne an. Keine Haare. Das ist so die Standard-Shepherd-Frisur, glaube ich, ne? Für weiblich gewesen. So hatten wir beim letzten Mal, ne? So eine ähnliche Frisur hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal. Bob gefällt mir eigentlich gar nicht. Bob ist ganz, ganz... Nee. Mit Pony vielleicht? Na, ich weiß nicht. Oh, was ist denn das für ein Knubbel da hinten? Das sieht ja auch witzig aus. Wenn diese Strähnen nicht wären, das sieht aus wie so fettige Haarsträhnen. Verschwitzt und daher sieht das sieht auch, ja, okay, es könnte cool aussehen. Als Bob. Ja, vielleicht sollten wir einfach erstmal. Ich glaube, die Frisur hatten wir, ne? Die Frisur hatten wir beim letzten Mal. Das sieht cool aus, auch wenn es ein Bob ist. Abrasiert ist nicht so meins. Warum diese Muster? Keine Ahnung. Sieht auch sehr gut. Das erinnert. Das, ich kann die Frisur nicht nehmen. Das erinnert mich immer an Andromeda Sloan Kelly. Das geht gar nicht, diese Frisur. Vielleicht die. Sieht aber ein bisschen aus wie so Oma, oder? Ach so, die Haarfarbe. Zeig mal, was gibt's denn? Fangen wir auch wieder von vorne an. Dunkelblond. Aber diese Schatten in dem einen Auge, das stört mich so ein bisschen. Ich glaube, das sieht auch dann echt kacke aus im Spiel. Okay. Oh, nice. Pink. Lila. Mag Lila, habe ich es schon mal erwähnt. So ein dunkles Lila vielleicht. Wir hatten in der letzten... bei Mass Effect 1 hatten wir Lila, ne? Sollen wir Pink nehmen? Pink oder Rot? Es sind so Dinge, damit halten sich halt Frauen auf, glaube ich. Es muss halt schön aussehen. Ich glaube, Pink ist ganz cool, oder? Können wir noch mal kurz die Haare uns angucken? Nee, die Frisur will ich nicht. Ah, das sieht halt, ich weiß auch nicht. Also, wo es grau war, hatte die Frisur schon was. Sollen wir mal die nehmen? Die Standard-Shepherd-Frisur? Sollen wir andere Augen nehmen dann dafür? Ich weiß nicht, ich bin so unschlüssig. Augenbrauen gehen auf jeden Fall. Die sind mir zu dünn. Ich mag das nicht, wenn Frauen so ganz dünne Augenbrauen haben. Dann frage ich mich immer, was ist denn los mit euch? Sieht doch nicht... Hier, so zum Beispiel... Ah, das sieht doch nicht schön aus. Liebe Mädels. Vielleicht so? So schön gepflegt. Ach so, die Farbe noch. Hier, komm. Aber ein bisschen dunkler machen wir sie schon. Vielleicht nicht ganz so braun, so schwarz, aber es muss schon dunkler sein, weil sonst so sieht kacke aus. Warte mal, die einen haben mir ganz gut gefallen. Die eine Farbe, ich glaube... Ich glaube, es war die. Oder die. So ganz klischee-schwarz würde ich es, glaube ich, nicht wollen. So sieht ein bisschen natürlicher aus.
ist das da. Passt es mit der Frisur schon, oder? Aber dann passen die Augen jetzt nicht mehr zum Dings, zur Farbe. Guck nochmal kurz die Augenfarben an. Entschuldigung. Irisfarbe. Oh, das sieht auch schön aus mit so Blau. Grün finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Oh, doch, das hier. Guck mal, das sieht doch hübsch aus. Das passt alles zusammen. Mit der Haarfarbe und so. Ich glaube, das ist cool. Make-up. Rouge. Haben wir Rouge? Echt? Haben wir Rouge aufgelegt? Sind wir ein Rouge-Typ? Zeig mal her. Was gibt's denn? Ich sehe gar nichts. Ist da Rouge? Ist doch kein... Wo ist denn da Rouge? Ach da, jetzt habe ich es gesehen. So, ein Highlighter. Zeig mal. Ich hätte gerne so Narben, aber gibt's nicht hier, ne? Hätte es Narben gegeben? Nee, ne? Das ist, glaube ich, gar... Nee, das ist zu viel. Oder? Ich muss immer nach neben angucken, da ist mein Bildschirm irgendwie dunkler. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, so ist ganz cool. Lippenfarbe. Oh, oh mein Gott. Das war, also so keine Farbe ist auch schön. Braun, naja, oh Gott. Ich mag ja Lippenstifte. Aber so diese blassen Töne ist schon hässlich. Hübsch. Guck mal. Na, vielleicht doch so, oder? Ach komm, lassen wir so. Na. So. Lidschattenfarbe. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Mhm. Wer malt denn seine Augen bis da vorne rein? Macht doch kein Mensch. Warum machen die das? Ah, das sieht, obwohl es da drin reingemalt ist, das finde ich sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob mir die Farbe gefällt, muss ich sagen. Die Haarfarbe. Ich glaube, ich finde die jetzt schon ein bisschen doof. Sorry. Da müssen wir durch. Das müssen wir ändern. Vielleicht doch eine andere Haarfarbe. Das hat mir, glaube ich, gefallen, ne? Das war das? Ich glaube, das fand ich ganz schick. Guck mal, wir gucken nochmal die Haare uns an. Die ist irgendwie nicht so geil mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Das sieht halt schon cool. Das sieht sehr cool aus. Kommt, Leute. Das ist das dunkle Lila. Das hatten wir, ich weiß. Ich glaube, wir hatten das. Aber das dunkle Lila, das sah jetzt schon halt... Boah, das sieht auch cool aus mit dem Grau. Sollen wir Grau nehmen? Schwarz ist auch cool, aber Schwarz ist so... Ja, okay. So ein bisschen langweilig. Wir sind immer mit im Weltall und wollen die Welt retten. Da müssen wir schon, ne, heroisch aussehen. Ihr versteht, was ich meine? So dunkelblond? Also so?
Das sieht so Barbie-mäßig aus, ne? Zeig noch mal das Grau. Das ist jetzt schon geil. Oder lila. Hey, kommt, lass uns... Ich glaube, grau. Grau ist es? So vielleicht? Ich glaube, so ist es. Ich glaube... Können wir uns damit anfreunden? Doch, oder? Wir sehen echt cool aus. Doch, ich glaube, ich bin davon überzeugt, es ist grau. Es ist grau und die Frisur. Ja, auf geht's. Was waren wir denn beim letzten Mal? Waren wir Frontkämpfer, ne? Soldat. Also ich mag ja immer noch Frontkämpfer. Also ausgebildet, also... Fang von vorne an. Frontkämpfer mag ich, glaube ich, immer noch. Also, fangen wir an. Soldat. Hochrangige Agenten sind mit Okular-Synapsenprozessoren ausgerüstet, die beim Konzentrieren auf Ziele eine tödliche Präzision ermöglichen. Ausgebildete Kräfte, Adrenalinstoß, Betäubungsschuss, Waffenausbildung, Sturmgewehr, Schrotflinte, Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Munitionsausbildung, Brand-Kryo-Disruptor. Soldaten sind reine Kampfspezialisten. Nee, nee. Infiltratoren sind mit einem Tarnsystem ausgerüstet, mit dem sie sich kurzzeitig der Entdeckung entziehen können, was ihnen einen klaren taktischen Vorteil verschafft. Ausgebildete Kräfte. Taktische Tarnung, Verbrennung, KI-Hacken, Waffenausbildung, Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Maschinenpistole, Munitionsausbildung, Kryo-Disruptor. Infiltratoren sind Tech- und Kampfspezialisten mit der einzigartigen Fähigkeit, sich vor visuellen und technologischen Entdeckungen zu schützen. Sie sind auf jede Entfernung tödlich mit einer guten Waffenausbildung und Kräften, die jedem Gegner gewachsen sind. Tarnung, ich weiß nicht. Frontkämpfer sind mit L5N-Implantaten ausgestattet, wodurch sie einen biotischen Sturmangriff ausführen können, der den Gegner zu einem mit großer Gewalt... Was? Ausführen können, der den Gegner zum einen mit großer Gewalt trifft und den Frontkämpfer zum anderen direkt in Nahkampfreichweite bringt. Ausgebildete Kräfte, biotischer Sturmangriff, ziehen Schockwelle. Waffenausbildung, Schrotflinte, schwere Pistole, Maschinenpistole. Munitionsausbildung, Brand und Kryo. Frontkämpfer werden wegen ihres risikoreichen und meist recht erfolgreichen Kampfstils gefürchtet. Sie nähern sich dem Feind sehr schnell und vernichten ihn dann aus kurzer Distanz mit Waffen und biotischen Fähigkeiten. Ich bin immer noch für Frontkämpfer. Wächter. Ich trinke mal ganz kurz was. Wächter verfügen über das fortschrittlichste ablative Panzerungssystem, das es gibt, und sind damit optimal geschützt. Im Falle einer Überlastung betäubt das System alle Feinde in unmittelbarer Nähe. Ausgebildete Kräfte, Tech-Panzerung. Werfen. Warp, Überlastung, Kryostrahl. Waffenausbildung, schwere Pistole, Maschinenpistole. Wächter sind einzigartig, denn sie bestreiten ihre Kämpfe sowohl mit Tech als auch mit biotischen Fähigkeiten. Das finde ich auch sehr cool. Beides beherrschen sie nicht ganz so gut wie Experten und Techniker, aber sie sind enorm vielseitig und kommen mit jeder Situation zurecht. Ich finde daran cool, werfen... Warp und ja, Überlastung ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Und der Kryostrahl hört sich auch gut an. Was mir nicht so gefällt, ist die Pistole. Ja, schwere Pistole, Maschinenpistole. Das gefällt mir nicht. Vielleicht können wir da wieder was freischalten. Hm, Wächter klingt sehr cool. Experten haben L5X-Implantate, die eine Mikrosingularität erzeugen. Erzeugen können, die Feinden Schaden zufügt und sie in die Luft zieht. Das finden. Das hat mir halt schon gefallen, ne? Ausgebildete Kräfte, Singularität, Warp, Werfen, Ziehen, Schockwelle. Oh, scheiße. Das, wahrscheinlich wird's der Experte. Waffenausbildung, schwere Pistole, Maschinenpistole.
Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit purer biotischer Kraft ausschalten können. Ausschalten und töten können. Sie verfügen zwar nicht über eine umfassende Kampfausbildung, aber wenn es darum geht, Feinden zu besiegen, ohne dass ein Schuss fällt, sind sie die erste Wahl. Ach, scheiße. Warte mal, was hat Wächter? Werfen, Warp, Überlastung, Kryostrahl. Techniker können Kampfdrohnen einsetzen, die Feinde ablenken oder aus der Deckung zwingen. Kampfdrohnen, Überlastung, Verbrennung, KI-Hacken, Kryostrahl, Waffenausbildung, schwere Pistole, Maschinenpistole. Techniker sind Tech-Spezialisten und die einzige Klasse, die auf dem Schlachtfeld Kampfdrohnen einsetzen kann, wenn es darum geht, die feindliche Verteidigung zu durchbrechen und Gegner außer Gefecht zu setzen, sind sie eindeutig die effektivste Klasse. Schwierig. Oh Mann, mir hat Schockwelle gefallen. Und Singularität natürlich. Fand ich beim letzten Mal auch geil. Machst du so ein Ding und dann zieht es die Feinde da rein, zieht auch noch Leben ab. Schwierige Entscheidung. Wächter. Oh, scheiße. Werfen, Warp, Überlastung, Kryo. Sollen wir Wächter probieren? Verbrennung, KI-Hacken, Kryostrahl. Überlastung. Oder sollen wir Techniker? Das mit der Überlastung hat mir gefallen. Das hat mir auch bei Andromeda gefallen, weil wir doch gegen viele Maschinen gekämpft haben. Und da war das gar nicht schlecht. Ich glaube, das war gegen diese Panzerung, also so mit Panzerung und Schutzschild und so. Ich glaube, da war Überlastung ganz gut. Verbrennung ist nicht schlecht. KI-Hacken. Kryostrahl. Was konnte Frontkämpfer? Entscheid dich doch mal, das ist so schwer. Da gefällt mir die Waffenausbildung wegen der Schrotflinte. Ich mag Schrotflinte. Schockwelle war aber auch geil. Und Sturmangriff? Scheiße. Ich würde gerne, aber ich spiele halt immer das. Blöde ist, ich spiele halt oft dasselbe, also bei diesen Dingern, weil ich mich irgendwie nicht traue oder Angst habe, damit nicht zurechtzukommen, weiß ich nicht, so Gewohnheitsding. Deswegen würde ich jetzt schon gerne mal was anderes probieren. Vielleicht probieren wir echt mal einen Techniker. Ich kann mich damit, ich weiß nicht. Komm, wir probieren mal einen Techniker. Vielleicht finde ich es ja geil. Wie keine Blendgranate? Warum habe ich Blendgranaten gekriegt? Ich mag das, benutze ich nicht. So ein Quatsch da. Einzig Überlebender. Kräfte, Blendgranate, so ein Scheiß. Kann ich nur mal zurück was anderes nehmen? Nee.